Boah, ey, das wird voll hier. Ja, deswegen fange ich auch schon an, die nach außen zu verlagern, wenn du mal rechts an die Seite guckst. Ich werde mich dann später um das Dorf kümmern. Oder ich werde es wieder in der Timelapse machen, mal gucken. Timelapse machen sich da ja praktisch. Eigentlich. Inwiefern um das Dorf kümmern? Kannst ja, das bauen, oder? Ja, eins zwei Häuser setzen, vielleicht kriegen sie eine kleine Ritterburg rein, mal gucken. Ich baue auch noch ein freies Blitz. Jetzt habe ich wieder den Hopper vergessen, ich Dulli. Egal. Baust du noch ab? So, warte, bau mal eben jetzt deinen Wettbewerb ab. Schau mal. Kurz. Liegt gerade. Okay. Mir geht's darum, ich wollte nachgucken, ob die beiden hier auch schlafen. Ja. Ja, doch, dann hat Bett zu Hause wieder. Nein, nicht setzen! Ja, was soll ich mit dem scheiß Bett? Dein Bettpunkt ist ja schon. Ist nicht der Ding, nee, auch nicht. Wen suchst du? Auch nicht. Auch nicht. Scheiße. Ah doch, auch. Der war das. Oh Gott, der braucht ja noch Jahrhunderte für ein Level Up. Was? So? Hast du den Kohletypsi geklatscht? Nein. Nee, ich bin einfach nur blind. Alles gut. Ich suche nach so einem Schmiedetypsi und nicht nach. War schon weh. Oh Leute, wo macht man einen Komposter? Nur für dich. Halt mal einen zweiten Farmer. Wir haben einen zweiten Farmer, der direkt das hat, was du haben wolltest. Kartoffeln, okay. Software direkt gelockt. Jetzt die Probe für die Strecke. Den du siehst, ist doch hier vorne mit dem Strohhut. Okay. Ich bin schon gar nicht mehr da, oder meinst du Alk? Alk. Alex sagt, er hat Kohle im Inventar. Ich weiß, welcher der Typ für Kohle ist. Alex, hast du überhaupt ein Flash mitgenommen? Das habe ich schon verballert bei dem Ehen. Also, ja, weil ich würde gerne Level Up bei dem kriegen. Interessiert mich, was er noch hat. Warte, das ist ein Cleric. Jetzt muss ich was kaufen. Ja, Cleric kann. Cleric. Rotten Flash. Warte, auf welchem Level ist der denn, der Cleric? Ich glaube, einmal abgebildet hat er sich. Scheiße. Nee, wenn ja Rabbit Foot gibt Emerald, dann. Ich hasse dich. Warum? Weil du die Schienen umgebaut hast. Nein, ich doch nicht. Würde ich nie machen. CO2 glaube ich nicht, dass das macht. Möchtest du jetzt wissen, was der tradet? Ja. Also der aufs nächste Level möchte der zwei Hasenfuß, also wahrscheinlich zwei, also so um die zwei Hasenfuß porten für einen Emerald. Oder Emeralds für Glowstone. Was ja schon mal schwimmen wäre. Danach das Level kriegt der entweder
Schildkrötenpanzer oder Glasbottles für Emeralds. Also er möchte Schildkrötenpanzer oder Glasbottles und gibt dafür Emerald. Und kriegt Emeralds und gibt Enderperlen. Und letzte Level, er möchte Netherwarzen, gibt Emeralds und er möchte Emeralds und gibt Enchantment Bottles. Oh, wie mache ich den denn jetzt wieder frei? Warten, einfach warten. Nee, wir sind ja zwei gesperrt. Also nee, eins ja. Ist gesperrt. Wir warten, einfach nur warten, dann macht das wieder frei. Bei welchen denn? Der mit den Kohle. Das, was ich gesagt hatte, dass das viel zu viel ist, was eigentlich. Bei mir ist der frei. Bei mir ist der jetzt ist er frei. Ja, der braucht. Also, du musst. An sich ist so die Regel, der einmal ein bisschen kurz herumlaufen. So habe ich es damals mir angelesen. Wenn er ein bisschen herumläuft und einmal mit seiner Workbench so gesehen interagiert hat, danach ist er in der Regel meistens wieder frei mittlerweile. Also, es hat sich echt viel verändert zu früher. Man kann wirklich mit dem Villager unendlich reden. Ein Boot gegen ein Emerald. Was? Gleich mal gemacht. Der will nur Kacke. Ja gut, da hat gerade Discord automatisch die Verbindung gekappt. Ist aber ein Outboard, also es muss auch sein. Aber hä, bei welchem Typ sie überhaupt? Fisherman. Ernsthaft, was haben die denn für Idiotenideen gehabt, solche Schwachsinn da? Das finde ich sinnvoll. Ja, klar, aber... Er möchte ein Boot haben und gibt ein Emerald. Ist eigentlich ein voll geiler Preis. Was? Ach, das Handy von meinem Sohn. Das klingt immer so wie deine Türklingel. Nee, die klingt zum Glück ein bisschen anders. Ich baue den. Habe ich den Blast Furnace Typi schon getradet? Nein, ich baue den Blast Furnace ab. Ich will den einen geilen Trade haben, den er hat. Ja, ich habe mir jetzt mal ein Sharpness 5 Buch geholt. Bei denen, die in den Wänden sind, die sind schon komplett durchgelevelt. Okay. Also die durchgelevelt sind, die werde ich immer in die Wand. Okay, wir haben jetzt einen zweiten, der Kohle haben möchte, aber 15 Kohle für ein Ding. Egal, ich habe noch so viele Stacks Kohle dabei, ich bin schon auf dem Weg. Da, ey, mit Kohle kann ich hier handeln ohne Ende. Das ist der hier, den ich jetzt hier schiebe. Der hier. Lippappen. Der hat auf dem nächsten Level auch die der hat auf jeden Fall auf dem nächsten Level Eisen für Emeralds. Oh gut, das ist echt nicht das Problem. Kohle war mein Problem, einfach nur, ich hatte keine Lacke. 35 Emeralds für eine Glocke, willst du mich verarschen? Was ist denn bei dir falsch, Dulli? Und 36 bei mir. Sag mal. Da haben wir das meiner Meinung nach bessere bekommen, weil die anderen beiden Möglichkeiten, die wir da hätten bekommen können, wären Chainmail, Boots und Leggings. Sehr gut. Sag mal. Ey, das ist ein Durcheinander hier drinne. Ja. Was tradest du jetzt nochmal alles? Piercing 2, Power 1. Ah, es ist ja Loadinger, ey. Ach, da ist der. Dein Moped-Freund wieder. Das dauert, bis die frei sind. Ach, Ike, irgendwas
bestimmt nicht so ganz mit uns im Spawn gucken. Warum? Wir sind nämlich ja jetzt immer häufiger drüben beim Villager dort. Ja. Und als wir alle drei dort waren und zurückgekommen sind, nichts, also absolut nichts ist gewachsen. Ja. Kein Weizen, keine Stufe, dann, kein Garten. Sind die Chunks nicht geladen? Aber sind die Spawn-Chunks, die sind eigentlich immer geladen. Nee, genau. Nein. Außer du hast die auf Null gestellt. Ich habe überhaupt nichts umgestellt. Dann müssten eigentlich 5 Chunks rund um den Spawnpunkt dauerhaft geladen sein. Nein, eben nicht. Es ist ein ganz, wenn keiner da ist, ist es ein ganz normaler Chunk, egal ob dort jemand spawnt oder nicht. Der scheidet sich nicht frei, der Arsch. Sekunden nachschaust, macht es auch nicht besser, glaube ich. Sag mal, ich habe jetzt eine ganze Weile gewartet, Freundchen. Ja, der braucht eine Nacht meistens. Oder ein Level Up. Spawn Chunks are the chunks at the world spawn point, which are not unloaded from the memory, unlike other chunks. Tier 2, der kann kein Englisch. Zu Deutsch, die Spawn Chunks sind die Chunks, die am Welt spawnen, also dem Standard Spawn der Welt, und sie werden werden aus der Memory nicht unloaded wie normale Chunks, sondern sind dauerhaft geloadet. Aber vom, vom Standard Weltpunkt, Weltspawn. Ja. Das ist ja nicht der Standard Weltspawn. Nicht? Nee. Nee. Der ist in dem Dschungel. Okay, weil ich als ich gespawnt bin, bin ich da auch gespawnt. Deswegen ja, weil er ihn umgesetzt hat. Ich hab den genau umgesetzt, ne? Ach so. Ja gut, dann andere Frage. Können wir ein Chunkloader-Plugin drauf tun? Nö. Das wäre ja, da hast du es ja noch einfacher, um zu traden. Du bist die ganze Zeit nur am Hin- und Herfahren und traden. Nö, ja. Nö. Jetzt sagt der jetzt wartet, dass der Villager fertig ist. Nee, ich warte jetzt, dass hier die Steine durchgerattert sind, damit ich anfangen kann, hier zu bauen. Nein. Ja. Oh, du hast den Fisherman damit gemaxt, Ike. Mit was? Hä? Mit was? Du die ganze Zeit Kohle getradet hast, der ist auf Maximum. Ach so, ja, ich hab dir momentan auch manchmal das Ding, dass Discord ausschaltet, also Verbindung. Das nicht, aber ich habe erstaunlicherweise einen 56er Ping. Was ich nie habe. Es ist 46 bei mir. Nee, weil bei mir ist manchmal auch fehlt die Authentifizierung. Und dann verbindet der halt komplett neu. Keine Ahnung, was gerade mit Discord los ist. Ach so, die pennen wieder alle Scheiße. Hier ist echt kein Preisbett mehr. Was baust du da eigentlich? Achso, nee, ist Zelt 2. Zelt 2 hast du da im Bett noch? Ist in einer der Kisten, aber warte kurz. Vor allem, ich glaube, einer hat gar kein Bett. Guck mal, der schläft nicht. Der läuft in dein Loch rein. Ih, das hört sich so falsch an, Darko. nee, da ist das frei. Du musst es halt nicht immer falsch interpretieren. Hallo, du sagst, der läuft in dein Loch rein. Also. Ja, er hat ein gebautes Loch. Du musst halt nicht immer an die Porno-Version denken. Denke ich ja nicht. Tust du aber. Nee, das bist du. Hä? Ich habe sonst hätte ich's ja nicht nee, gesagt. Stopp, ich habe nur gesagt, es hört sich falsch an. Mehr und damit denkst gesagt du. Nee. Oh doch. Damit sage ich nur, dass es sich falsch anhört. Das kann ja alles Mögliche bedeuten. Nicht immer nur aufs Sexuelle bezogen. Bei dir schon. Nee. Oh, doch. Nee. CR2, jetzt leg dich hin. Sofort, ich will gerade, dass der. Ich habe gerade die Möglichkeit, dass er von alleine da hinten in das Loch reinrennt. Wenn er das Bett sieht. Oh, yo, Bro, da hinten ist ein Bett für dich frei. Steht der Herzog gerade auf mir rum?
Ich hab's nochmal abgebaut. Setz es einfach dir. Ja, ja. Aber wie willst du jetzt pennen? Nee, ich mein Bett nehmen, was ich im Moment habe, das war sein Bett. Also. Was ich ihm gerade kurzzeitig mal geklaut hatte. Das war nicht der, das war auch nicht der. Der war da. Den suchst du? Den anderen Bibliothekar. Wo hier? Auch nicht der, den ich suche. Wo ist mein extra bestellter Farmer? Brauchst nicht immer fragen. Ich weiß schon, was ich suche. Den haben wir leer getradet. Damit du nicht mehr traden kannst. Kann ich gerade wirklich nicht. Haha, sag ich ja. CO2 Wächter, danke. Darko Mobbing auf höchster Ebene. Ja, da ist wirklich alles fertig. Ich mache hier das Möchtegern-Loch zu, damit ich hier auch ordentliche Fläche habe zum Bauen. Möchtegern-Loch zu? Ich hätte eine Menge Löcher. Denk doch nicht immer so versaut, Darko! Oh, Lava-Loch. Ja, mit einem Skelett in Goldrüstung da unten drin. Mit einem Skelett so. Alter, was? Ich wollte nicht sagen, ich dachte, ich hab mich verhört, dachte ich, aber. Nein, dieses Mal nicht. Ich weiß doch auch nicht, ey, momentan ist mit mir. Ja, geht's nur noch bergab. Hast ja dann 2 Wochen noch Ruhe. Hoffentlich. Ich bin immer freigeschaltet. Wobei. CO2, mittlerweile sind es schon 3. Eisengolems. Ja, weil es doch dementsprechend groß ist. Wobei meine Ex hat heute nichts weiter dazu gesagt, also es wird wohl dabei bleiben, dass die Kinder bei ihr ab Samstagnachmittag sind. Also die Kohletrades sind auch wieder frei, Ike. Ja, ich bin gerade außerhalb vom Dorf. Ich muss ein bisschen Erde farmen. Der nimmt Kohle an. Ach, das ist sogar der, den ich wollte. Perfekt. Das ist der schlechtere von beiden. Für Kohle. Ja, aber mir geht's um den armen Typsi. Nicht allein um die Kohle. Die ist nur Mittel zum Zweck. Boah, weh, ich komm dann da runter und da tradet keiner mehr Kohle. Boah, dann hasse ich Stark und dann töte ich Stark. Probier's. Aber ey, ich hab dir den anderen gelassen, den billigeren sogar. Ach, Darko sagt, probier's. Ich hol mir dann erstmal schnell ein Schwert und verzauber das. Wir können gerne mal ein Bett machen. Ohne Schild. Schild kann ich sowieso nicht gegen Personen kämpfen. Also ja. Auch ohne Bogen. Ich hab schon seit Ewigkeiten keinen Bogen mehr im Inventar. Echt nicht? Nö. Doch, ich hab hier einen. Mein Anfang gedroppt. Dich kann ich schon wieder zurückschicken. So. Genauerweise, mein Freund. Wir brauchen hier unbedingt mal ein Gate nach drinnen und draußen. Haben wir. Ich find keins. Hi, komm mal her. Moment, ich will jetzt ganz kurz noch das hier fertig machen. Es ist bei der Kirche. Ja gut, da gehe ich ja nicht rein und raus. Nee, nicht bei der Kirche. Doch, da in der Ecke ist das. Hey, hier links? Stimmt, in der Nähe der Kirche ist das. Die Kirche ist am Arsch der Welt. Naja, die Kirche ist da und hier ist das Gate. Ja, da kannst du eher sagen, es liegt zwischen dem unser Wimmischer Bootcamp und der Kirche. Irgendwo war noch ein
Tunnel-Dingsbums-Gedöns. Das war hier. Was mit dem eigentlich passiert, das war doch vorher nicht so. Wieso willst du den Eisengolem kriegen? Lass ihn doch. Aber Eisen droppt. Ich kann dir stackweise Eisen geben. Geh runter und fahr den Gang ab, dann hast du das Hundertfache davon. Und ich will den Gang gerne brennen, weil es so eine große Flamme ist. So. Funktioniert das dann ja auch mit dem Feuerzeug? Ja, aber Lava geht schnell, weil er noch Lavaschaden bekommt. Ja, klar. Ich meine. Und? Wie viel? 5 oder so? 3. So. Hier hinten kann ich noch ein bisschen ausbessern. Ein bisschen ist gut. Ich lach, wenn es nicht kaputt geht, oder? Nein. Also komm, lass die doch. Die finde ich schön eigentlich. Ja, das noch mal. Wie kommt man denn nochmal mit Backstars in Zeit lang gegen? Der Eisenfang oder was? Nee, den, dass sie eine Rose in der Hand haben. Sind das nur bei selbst gespawnten? Keine Ahnung. Ja, stimmt, das wollte ich machen. Stimmt. Anbessern, anbessern, ausbessern, irgendwas so. Achso, willst du jetzt noch, bevor du tradest, zum Ausgang sein? Nö, ich guck dann irgendwann, wenn ich wieder Erde brauch, mal nach. Okay. So. Endlos lange Heimfahrt. Change Chestplate, Helm und Leggings. Ist aber nie wirklich gerade berauschend. Mhm. Wo ist denn der andere Strohhaini, hä? Eingesperrt, der ist schon fertig. Durcheinander hier drinnen, ne? Deswegen hoffe ich, dass wir die alle bald so langsam hochbekommen. Und in die einzelnen Häuser stecken können. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe jetzt knapp 2 Stacks Kohle verballert. Ich werde aber auch gerade ein bisschen mal an sich reduzieren. Ja, weil mit vielen kannst du dort gar nicht traden. Ja, weil wir noch nicht, weil ich jetzt noch nicht dafür die Sachen hier stehen hab. Aber, ja gut, wie willst du die reduzieren, wenn du sie schlägst? Machst du sie kaputt, wenn du Lava playst, kann es sein, dass du zu viele killst. Nicht, wenn ich nur kurz Lava playste. der Ofen dahin. Ja gut, damit wäre es bewiesen. Ich hatte das Minecart vorher schon losgeschickt gehabt mit der Kiste und erst als ich da war, hat es angefangen auszuladen. Also der Spawn-Chunk ist nicht geladen. Ja, muss ja auch nie. Muss ja auch nicht. Wäre jedoch schön. Nö. Find ich nicht. Ja, doch, wegen den Farmen und so weiter. Ich unterstütze deine Looting-Sucht nicht, Draco. Welche Looting-Sucht? Oder deine Trading-Sucht. Jetzt auch.